In diesem Video beschäftigen wir uns mit einem Tarif von der Stuttgarter Lebensversicherung. Und zwar geht es um den Tarif Performance Plus Flexrente Tarif 73 OG. Wenn du also einen solchen Vertrag in der Vergangenheit abgeschlossen haben solltest oder gerade vor einem Angebot sitzt und dir die Frage stellst, ob sich das Ganze für dich lohnt, dann bleib dran und guck dir dieses Video aufmerksam bis zum Ende an. Willkommen zu diesem Video, mein Name ist David Tappe und ich bin seit über 12 Jahren Experte für das Thema Altersvorsorge, Vermögensaufbau und Geldanlage. Und jeden Tag kommen Menschen auf uns zu mit vorhandenen Verträgen oder mit Angeboten, die ihnen vorgelegt worden sind, mit der Frage, ob es sich lohnt, die weiter zu besparen oder eben abzuschließen. Und so ist es gekommen, dass sich wieder jemand bei uns gemeldet hat mit einem Tarif von der Stuttgarter Lebensversicherung mit der Frage, ob das Ganze sinnvoll ist. Und dem wollen wir uns in diesem Video gleich mal widmen. Ich habe dir unten in der Videobeschreibung einige Stellen verlinkt, auf die du klicken kannst, wenn du gerne einige Abschnitte überspringen möchtest oder vielleicht auch nochmal gucken willst. Du findest dort unten auch die Stelle zum Fazit, zum finanzmathematischen Gutachten, wo du auch direkt hinspringen kannst, wenn du einen Teil des Videos unter Umständen überspringen möchtest. Bei Altersvorsorge und Vermögensaufbau kommt es grundsätzlich darauf an, dass du es schaffst, planbar Rendite einzusammeln. Denn nur mit Rendite, also sprich mit den Zinsen, schaffst du es auf lange Sicht, das notwendige Kapital zusammenzukriegen für deine Rente. Und deswegen ist es wichtig, dass du auf Verträge und Produkte setzt, wo halt auch wirklich realistisch Rendite rauskommt. Und aus dem Gesichtspunkt gucken wir uns auch die Verträge immer an. Wir haben in den letzten Jahren über 10.000 Verträge geprüft. Das ist eine sehr hohe Anzahl und deshalb haben wir natürlich auch eine Methode, ein System mit einem immer ähnlichen Grundaufbau. Ich kann dir das hier in diesem Video nur anreißen. Wenn du es aber im Detail verstehen willst, dann klick unten bitte in der Beschreibung auf den Blogartikel oder auf das Video, was die allgemeinen Vertragsgrundlagen dir etwas näher legt. Dann ist es so, dass wir hier in eine konkrete Angebotsbetrachtung gleich gehen. Das heißt, das, was mir hier vorgelegt worden ist, ist natürlich ein konkreter Fall, der mit deinem Fall unter Umständen nicht ganz identisch übereinstimmt. Das heißt, du kannst dich an diesem Video orientieren, es ersetzt aber keine 1:1 Beratung. Und natürlich können wir auch keine Verantwortung oder Haftung für deinen Einzelfall übernehmen, solange wir ihn nicht ganz genau mal auf dem Tisch hatten und prüfen konnten. Du kannst dich also an diesem Video entlanghangeln, kannst deinen eigenen Vertrag oder dein Angebot nehmen, kannst dich ein bisschen besser zurechtfinden. Wenn du aber willst, dass wir das Ganze für dich individuell berechnen und du auch ein finanzmathematisches Gutachten bekommst, dann melde dich gerne zu einem kostenlosen Termin bei uns. Den Link zu uns findest du ebenfalls in der Beschreibung. Jetzt werden wir aber mal zusammen in das Angebot reingehen und uns zunächst die wichtigsten Stammdaten raussuchen. Wir haben jetzt hier den Vorschlag von der Stuttgarter für den Tarif Flexrente Performance Plus. Hier sehen wir, dass es sich um eine Person handelt, die am 29. Januar 1983 geboren ist. Und hier ist der Plan, ab dem 01.09.2022 monatlich 400 Euro für diese Rentenversicherung zu investieren und auszugeben. Dann ist hier eine Fondsanlage hinterlegt. Hier können wir das erkennen, 100%, das heißt ausschließlich ein Fonds wird hier verwendet, kein Fondsportfolio, sondern eben 100% ausschließlich eine Fondsanlage. Dann sehen wir hier noch den Vertragsablauf, 1. September 2050. Das heißt, das Ganze hier soll 28 Jahre lang laufen, eben bis zum Rentenbeginn. Etwas weiter unten sehen wir hier nochmal den Hinweis, der garantierte Rentenfaktor pro 10.000 Euro beträgt 24,74 Euro. Das heißt, pro 10.000 Euro bekommt hier der Max Mustermann, nennen wir ihn mal, 24,74 Euro monatliche lebenslange Rente. Wie viele Zehntausender hier zusammenkommen, das werden wir im Laufe des Videos ermitteln, beziehungsweise im Fazit, im Gutachten uns später zusammen angucken. Dann komme ich hier drauf nochmal zurück. So, wie gehen wir jetzt vor? Zunächst einmal müssen wir uns die Fondsanlage angucken, weil die Rendite kommt ja in dem Fall hier aus der Fondsanlage. Wir können natürlich nicht die Rendite des Fonds, den Verlauf des Fonds für die Zukunft vorhersagen. Wir können uns aber angucken, wo investiert der Fonds im Hintergrund. Das heißt, in welche Wertpapiere geht dieser Fonds? In dem Fall ist es ein Fonds, der ausschließlich in den Aktienmarkt investiert und damit 100% des Fondsvolumens, was er hat, des Vermögens, was er verwaltet, in den Aktienmarkt investiert. Jetzt können wir uns anhand der Historie von ungefähr 120 Jahren den Aktienmarkt genauer angucken und können feststellen, dass der Aktienmarkt im Durchschnitt eine sogenannte Marktrendite hat von 9%. Das heißt, die durchschnittliche Aktienmarktrendite über die letzten 120 Jahre lag bei 9%. Darin sind bereits Krisen wie Corona, die aktuelle Krise, aber auch die Wirtschaftskrise 2008, der 11. September, die Dotcom-Blase bis hin zurück zu beiden Weltkriegen, alles mit erfasst. Und das stellt den Durchschnitt dar.
Und darum treffen wir jetzt mal die Annahme, dass auch in der Zukunft die Marktrendite im Aktienbereich weltweit gesehen bei 9% im Schnitt pro Jahr liegt. Und diese 9% sind sozusagen die Grundannahme, die wir jetzt hier ansetzen. Und jetzt müssen wir lediglich von diesen 9% alle Kostenfaktoren abziehen, die hier auf der Ebene der Versicherung entstehen, alle, die auf der Ebene der Fondsanlage entstehen und alle weiteren negativen Einflussfaktoren, die hiermit zu berücksichtigen sind. Und was übrig bleibt, ist dann sozusagen eine realistisch zu erwartende Durchschnittsrendite, die hier der Max Mustermann auf sein investiertes Geld bekommen kann. Und mit der können wir Hochrechnungen machen, auf wie viel Gesamtkapital der Max Mustermann hier zu seinem 67. Lebensjahr kommt. So, deswegen gehen wir jetzt mal zunächst in die erste Kostenschicht, und zwar in die Produktkosten. Das, was hier die Stuttgarter Lebensversicherung an Kostenpositionen über diese 28 Jahre Vertragslaufzeit nimmt. Dazu öffnen wir uns die Seite 34 in diesem Angebot hier und können hier sehen, dass wir hier im unteren Bereich verschiedene Kostenpositionen haben. Es gibt zunächst einmal die Abschluss- und Vertriebskosten als erste Kostenposition. Die betragen 3.360 Euro. Wir haben hier in Rot hinzugefügt die sogenannte Bewertungssumme, BWS. Bedeutet, der monatliche Beitrag von 400 Euro, der ja hier eingezahlt werden soll, mal 12, mal Jahre bis zur Rente, sind in dem Fall 134.400 Euro. Das ist also der Betrag, den der Max Mustermann hier über die gesamte Laufzeit vorhat einzuzahlen. Und davon 2,5%, hier steht es, haben wir auch hinzugefügt, in Rot, die sogenannten Alpha-Kosten, bilden diese 3.360 Euro. Diese Zahl ist in der Regel auch die Provision für den Berater, der diesen Vertrag verkauft. Sie wird dem Berater in den meisten Fällen unmittelbar nach Vertragsabschluss ausgeschüttet, wird dir allerdings aus deinem Vertragsguthaben über 5 Jahre verteilt berechnet. Das sehen wir auch hier in den ersten 5 Jahren. Wenn wir also das einmal ausrechnen, 3.360 Euro durch 60 Monate, das sind 5 Jahre, macht das 56 Euro pro Monat. Das heißt, wenn hier 400 Euro eingezahlt werden, werden jeden Monat von den 400 direkt 56 für die Bezahlung dieser ersten Kostenposition weggenommen, 5 Jahre lang. So, dann geht es weiter mit den Verwaltungskosten. Und zwar haben wir hier verschiedene Positionen. Ich mache mal zweitens für Verwaltungskosten. Es gibt die sogenannten Beta-Kosten, die sehen wir hier unten. Und zwar jährlich während der Beitragszahldauer sind das 408 Euro. Also etwas mehr als ein Monatsbeitrag geht für diese Bezahlung der zweiten Kostenposition bei drauf. Das stellt im Verhältnis zum Jahresbeitrag 8,5% dar. Demnach wissen wir, dass diese sogenannten Beta-Kosten hier 8,5% sind. Wir können das einmal ausrechnen. 408 Euro mal 28 Jahre. Dann sehen wir, diese zweite Kostenposition macht 11.424 Euro aus über die gesamte Laufzeit. Hier wird nicht auf 5 Jahre beschränkt, sondern das wird über die gesamte Zeit berechnet. Dann geht es weiter und zwar mit den sogenannten Gamma-Kosten. Die haben wir hier in Rot hinzugefügt. Das sind 0,48%. Der Versicherer weist das hier so aus, dass er sagt, er nimmt 48 Euro jährlich pro 10.000 Euro Vertragsguthaben. Das wirkt nicht viel. Man muss aber dabei wissen, diese 48 Euro pro 10.000 bedeutet 48 Cent pro 100 Euro. Und das hat zur Folge, weil das Vertragsguthaben ja über die Jahre wächst, dass dieser feste Prozentsatz jedes Jahr einen immer größeren Eurobetrag ausmacht, weil die Grundlage ja wächst. Das können wir mit dem Taschenrechner nicht nachrechnen, dafür brauchen wir die Finanzmathematik, gucken wir uns gleich im Fazit dann natürlich an, was diese Position in Summe denn ausmacht. Damit haben wir jetzt hier die Kostenposition, die der Versicherer ausführt, erfasst. Jetzt gibt es aber noch einen Zusatzhinweis. Und zwar auf der Seite 10 sehen wir hier die Überschussverwendungen für das Jahr 2022. Und zwar ist es so, dass der Versicherer jedes Jahr neu festlegt, welche Überschüsse er an seine Kunden zurückzahlt in diesem Tarif. Und hier ist es so aufgeführt, dass wir erkennen können, dass hier monatlich 0,01% des Fondsguthabens bei einer Verzinsung von 2,4% pro Jahr als Überschuss berechnet werden. Das ist ein bisschen schwer verständlich. Wir haben es so gemacht, dass wir eine separate Tabelle erstellt haben,
indem wir hier aufführen die einzelnen Vertragsjahre, dann laut unserer finanzmathematischen Berechnung das jeweilige Vertragsguthaben. Und dann haben wir hier die 0,01 monatlich, macht also 0,12 jährlich aufgeführt und den Zins über die Zeit hier ebenfalls mit berücksichtigt haben und kommen in Summe auf einen Überschuss durch diese Auszahlungen von 4.240,18 Euro. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass die sogenannten Gamma-Kosten, die wir ja eben gesehen haben auf dem hinteren Bereich des Angebots, sich von 0,48% auf 0,38% per annum reduzieren. Das heißt, den Überschuss, den haben wir hier optimistisch so angesetzt, dass der, auch wenn er erstmal nur für das Jahr 2022 steht, hier für die gesamten Folgejahre, für die nächsten 28 Jahre genauso gezahlt wird. Und deshalb rechnen wir im weiteren Verlauf nicht mehr mit den 0,48, sondern 0,38%. Damit haben wir jetzt die Kosten, die hier auf der Ebene der Versicherung entstehen, erfasst und gucken uns jetzt mal an, wie die Kosten der Fondsanlage sind. Dazu gehen wir in die wesentlichen Anlegerinformationen dieser Fondsanlage und sehen hier auf der zweiten Seite, die laufenden Kosten der Fondsanlage betragen 1,67%. Die werden genau wie die Gamma-Kosten jährlich auf ein immer größer werdendes Fondsguthaben, was durch Einzahlungen ja in der Regel wächst, neu berechnet. Das heißt, auch hier in Euro macht der Betrag über die Zeit einen immer größeren Betrag aus. Jetzt ist es aber so, auch diese Fondsanlage hat gewisse Überschüsse, die sie auszahlt. Dazu gehen wir nochmal zurück in das Angebot des Versicherers und finden auf der Seite 35 die Information darüber, dass der Fonds hier aufgeführt wird mit laufenden Fondskosten von 1,4%. Da können wir schon mal erkennen, dass die Fondskosten gar nicht fix sind. Eben hatten wir einen Wert von 1,67%. Hier haben wir einen Wert von 1,4%. Wir sehen also hier ziemlich deutlich, wie stark das schwanken kann. Und weiter geht's. Hier steht, die Stuttgarter gibt hier eine Überschussbeteiligung an den Kunden weiter in Höhe von 0,05%. Das heißt, wenn wir 1,4 nehmen und 0,05 abziehen, bleiben am Ende 1,35 Fondskosten übrig. Wir haben mit diesem vergünstigten Fondskostensatz jetzt weitergerechnet und sind optimistisch davon ausgegangen, dass die Fondskosten auf diesem Niveau bleiben und eben auch das Ganze für die nächsten 28 Jahre unverändert so fortgeführt wird. Weiter sehen wir in den wesentlichen Anlegerinformationen hier auch den Hinweis, die Fondskosten können von Jahr zu Jahr schwanken, das haben wir gerade gesehen. Ausgeschlossen hiervon sind Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren, in Klammern Portfolio-Transaktionskosten. Da haben wir schwarz auf weiß den Hinweis, dass es noch weitere Faktoren, Kostenfaktoren gibt, die wir hier noch mit erfassen müssen. Wir haben das recherchiert. Zum einen sind es die Transaktionskosten, wie es hier schon aufgeführt ist. Zum anderen ist es der Renditeverlust durch das aktive Management. Und zum dritten ist es die sogenannte Cashlock-Falle. Die Transaktionskosten sind eine Kostenposition, die immer dann entstehen, wenn der Fonds Aktien kauft und verkauft. In der Regel entstehen dabei Gebühren und Steuern über die Börse, wo er das Ganze macht. Und die müssen wir mit erfassen. Und die liegen im Durchschnitt bei Fonds dieser Kategorie bei 0,5% im Schnitt pro Jahr. Exakt lässt sich dieser Wert nicht vorhersagen. Wir können also hier nur auf wissenschaftliche Studien zurückgreifen, wie zum Beispiel aus solchen Büchern, wo sich 7 Finanzprofessoren mit dem Thema auseinandergesetzt haben und hier im Mittelwert 0,5% ansetzen, die wir jetzt hier eben dann mit übernehmen. Dann ist es so, dass wir hier als nächstes, wie eben schon erklärt, einen gewissen Renditeverlust durch das aktive Management mit berücksichtigen müssen. Nicht zu verwechseln mit den laufenden Kosten des aktiven Managements. Und zwar ist es so, dass hier diese Fondsstrategie ja darauf aufbaut, dass ein Fondsmanager Entscheidungen darüber trifft, welche Aktien gekauft und welche verkauft werden sollen. Und das passiert natürlich in einer unregelmäßigen Häufigkeit. Und der Fondsmanager, der hat natürlich keine Glaskugel über den Kapitalmarkt. Das heißt, logischerweise trifft er auch gelegentliche Fehlentscheidungen, was bedeutet, dass Renditen, die am Markt entstehen, er nicht mitnimmt und nicht einsammelt und dadurch natürlich im Vergleich zur Marktrendite eine Minderung sich ergeben kann. Auch das können wir nicht vorhersehen, wie sich der Fondsmanager und der Markt vor allem verhält,
Wir können aber auf wissenschaftliche Untersuchungen zurückgreifen, wo es mittlerweile über 1000 gibt, die bestätigen, dass Fonds dieser Kategorie im Durchschnitt einen gewissen Renditeverlust haben. Und wir setzen hier sehr human 0,7% im Schnitt pro Jahr an. Und zu guter Letzt hatte ich gesagt, gibt es noch die Cashlock-Falle. Die Cashlock-Falle entsteht immer dann, wenn ein Fonds einen Teil seines Geldes nicht dafür verwendet, Aktien zu kaufen und zu investieren, sondern es auf der Seite behält, auf dem Tagesgeldkonto quasi, wo es keine Rendite gibt. So, wie viel ist das bei diesem Fonds? Wir haben uns hier die letzten Jahres- und Halbjahresberichte angeguckt und können hier sehen, dass das Bankguthaben dieses Fonds bei 1,14% lag. In diesem Auszug hier lag das Bankguthaben bei 0,92%. Wir haben uns noch vergangene weitere Jahre, Jahresberichte und Halbjahresberichte angeguckt und kommen im Durchschnitt auf 2,5% sogenannte Cashquote. Bedeutet also, um dir einfach mal ein Beispiel zu geben, wenn du 100 Euro in diesen Fonds investierst über mehrere Jahre und im Durchschnitt 2,5% im Cash liegen bleiben, bedeutet das, dass 2,50 Euro von deinen 100 Euro nicht investiert werden und damit nicht für dich arbeiten können. Bedeutet also, auf deine 100 Euro bezogen hast du dadurch eine Minderung ausgehend von der Marktrendite. Und wenn wir das ausrechnen, kommen wir hier auf einen Wert von 0,21% pro Jahr, was das an Renditeminderung bedeutet. Und wenn wir die drei Faktoren hier zusammenzählen, dann kommen wir in Summe auf 1,41% per annum an weiteren negativen Einflussfaktoren. Das Ganze ging dir jetzt vielleicht ein bisschen schnell. Wenn du das jetzt nicht sofort nachvollziehen konntest, ist das kein Problem. Ich gebe dir zwei Optionen mit an die Hand. Zum einen findest du unten in der Beschreibung die Quellennachweise, die Verlinkung zu diesem Buch, zu der einen oder anderen Studie, wo du sicherlich dich Wochen mit beschäftigen kannst und dann ansatzweise nachvollziehen kannst, wie sich diese Werte ergeben. Das ist die eine Option. Die andere, deutlich leichtere Option ist, du meldest dich bei uns, wir machen ein kostenloses erstes Gespräch. Ich gucke mir an und wir gucken uns an, wie das Ganze bei dir aussieht und erklären dir das. Im Zweifel zeigen wir dir, an welcher Stelle es in welcher Studie steht, dass diese Werte mehr als human angesetzt sind und stimmig sind. Wir haben jetzt die Kosten der Versicherung, die Kosten der Fondsanlage inklusive der Überschüsse und die negativen Einflussfaktoren. Und jetzt gehen wir mal mit diesen Informationen in das finanzmathematische Gutachten. Im finanzmathematischen Gutachten für den Tarif der Stuttgarter können wir zunächst einmal hier den Beweis antreten, dass wir alle Angaben ganz genau, so wie wir sie eben erfasst haben, eingegeben haben. Das heißt, der monatliche Beitrag von 400 Euro ist erfasst, die Beitragszahldauer und Laufzeit von 28 Jahren, das Eintrittsalter von Max Mustermann mit 39 Jahren und hier im unteren Bereich zu den anlagerelevanten Parametern haben wir gesagt, wir haben hier einen Aktienfonds mit 100% Aktienanteil. Dann geht es weiter. Bei den kostenrelevanten Parametern, hier haben wir alle Kosten mit eingegeben. Einmal die laufenden Fondskosten, wie eben erklärt, den reduzierten Satz inklusive der Überschussbeteiligung, wo wir positiv davon ausgehen, dass das die nächsten 28 Jahre auf diesem guten Level bleibt. Dann die negativen Einflussfaktoren, hier nochmal in Rot, die die Rendite mindern, die ich eben erklärt hatte. Dann hier die Gamma-Kosten des Versicherers, auch die reduziert. Wir haben es gesehen, eben stand da 0,48. Wir fassen hier die 0,38 auf. Dann haben wir hier die Abschluss- und Vertriebskosten, also quasi in den meisten Fällen die Provision für den Berater, die hier über 60 Monate, 5 Jahre verteilt werden. Und am Ende hier noch die Beta-Kosten, die 8,5% von jedem Monats- bzw. Jahresbetrag. Im Ergebnis haben wir jetzt hier in der Übersicht das insgesamt eingesetzte Kapital aufgeführt. Das sind 134.400 Euro. Das ist also das, was der Max Mustermann hier über die gesamte Laufzeit einzahlt. Die 400 Euro mal 12 mal Jahre. An der Stelle mal der Hinweis, rechne du dir mal selbst aus, was du in deine Verträge einzahlst, sei es jetzt vielleicht auch in den Tarif oder auch in andere. Also alles, was du für die Rente monatlich eigentlich investierst. Und rechne das mal 12 mal Jahre bis zur Rente. Und diese Zahl solltest du dir mal vor Augen führen, wie viel Geld das eigentlich ist. Und dann stell dir die Frage, ob du alles dafür getan hast, dass du wirklich sicher bist, dass du das richtig investierst. Und nicht das Ganze zu oberflächlich, vielleicht vor vielen Jahren einfach mal irgendwo unterschrieben hast und jetzt einfach vor sich hin dumpelt. Im Ergebnis sehen wir jetzt hier, dass der Max Mustermann nach unseren Berechnungen auf knapp 258.000 Euro Gesamtkapital kommt. Und daraus ergeben sich für ihn zwei Optionen.
Die eine Möglichkeit ist, sich das komplett auszahlen zu lassen. Nach Abzug der Steuerberechnung, die wir hinterlegt haben, ergibt das 243.000 Euro netto. Oder er lässt sich das als Rente ausschütten von 638 Euro monatlich. Hier kommt dann der garantierte Rentenfaktor von 24,74 Euro zum Tragen, den wir aus dem Angebot der Stuttgarter entnommen haben. Wir haben beide Varianten jetzt einmal durchgerechnet und ich habe folgende Hinweise für dich. Bei dieser Nettoauszahlung von 243.000 ist eins ganz, ganz wichtig zu beachten. Und zwar das Thema Inflation. Wir alle wissen, dass die Dinge um uns herum über die Jahre teurer werden. Bedeutet, unser Geld hat weniger Wert. Und bei 28 Jahren müssen wir natürlich darüber reden, ob man für 243.000 Euro in der Zukunft noch genauso viel bekommt und kaufen kann wie heute. Und natürlich ist das nicht der Fall. Wenn wir eine Inflation von nur 2% im Durchschnitt hier ansetzen, bedeutet das, dass diese 243.000 real in 28 Jahren nur noch einen Wert haben von etwa 139.600 Euro. Das heißt, wir sehen hier ziemlich deutlich, dass bei nur 2% die Kaufkraft dieser Summe sich deutlich reduziert. Und dann können wir auch erkennen, dass das hier im Verhältnis zum eingesetzten Kapital, wenn es auch gestreckt eingesetzt wird, gar nicht mal so viel mehr ist. Genauso ist das natürlich bei der Rente auch. Diese Rente von 638 Euro wird ebenfalls durch die Inflation reduziert und hat real nur noch eine Kaufkraft bei 2% von 366,49 Euro. Das heißt, auch hier sehen wir ganz deutlich, dass der Wert des Geldes sich über die Jahre deutlich reduziert. Und jetzt haben wir mal weitergerechnet und haben gesagt, wie lange müsste denn der Max Mustermann leben, damit er mit seiner monatlichen Rente hier sein eingesetztes Kapital von 134.000 wieder raus hat. Die Antwort lautet 30 Jahre. Er müsste also 30 Jahre lang das Rentenalter erleben, um am Ende im 30. Jahr dann, ist ja 97, beim Break-Even zu sein, bei plus minus null. Und ab dann fängt er an, Gewinn zu machen. Das heißt, 97 Jahre ist schon ein stolzes Alter, was er hier erreichen muss, wenn man denn die Inflation entsprechend korrekterweise mit berücksichtigt. Hinweis an dieser Stelle, die Inflationsthematik liegt natürlich nicht bei der Stuttgarter oder bei der Fondsanlage. Das heißt, wir dürfen dort nicht die Schuld suchen. Die Inflation betrifft uns alle und muss grundsätzlich beim Vermögensaufbau ganz wichtig unbedingt mit beachtet werden. Ich betone es deshalb so deutlich, weil ich es immer wieder sehe, dass das die Leute einfach vergessen, ignorieren oder nicht verstehen. Wenn man sich jetzt die Frage stellt, woran liegt das mit diesen Zahlen und kann man das irgendwie verbessern, dass man am Ende mehr aus seinem Geld macht? Müssen wir uns den Block hier in der Mitte angucken. Wir sehen nämlich hier die zusammengefassten Kosten, die auf der Ebene der Versicherung entstehen. Das sind hier etwas über 25.000 Euro nach unseren Berechnungen, die über die Jahre hier sich ergeben. Auf der Ebene der Fondsanlage sind es schon über 77.000 Euro Fondskosten und negative Einflussfaktoren, hier in Rot ergänzt, die insgesamt an Belastung in dieser Anlage drin hängt. Das heißt, beides zusammen reden wir von deutlich über 100.000 Euro Gesamtbelastungen, Gebühren, Faktoren, die hier in der Geldanlage drinstecken. Diese Zahlen wiederum bringen uns als Experten die Möglichkeit, hier mit unserem Fachwissen den einen oder anderen Hebel zu drehen, der dazu führt, dass man hier auf die Jahre gesehen einige Zehntausender reduzieren kann, was dazu führt, dass man beim gleichen eingesetzten Kapital und bei der gleichen Marktrenditeannahme hinten raus natürlich erheblich mehr Endkapital hat. Und das sind Schritte und Hebel, die wir für unsere Kunden betätigen können, dass sie am Ende mehr Kapital zur Verfügung haben, mehr Rente zur Verfügung haben, weniger Zeit im Rentenalter benötigen, um ihren Break-Even zu erreichen, um in die Gewinnzone zu kommen und vielleicht sogar eher in Rente gehen zu können. Und das haben wir natürlich hier unserem Kunden dann auch gezeigt, wie man das Ganze noch optimieren kann, sodass er hinten raus mehr zur Verfügung hat, einfach mehr Freiheit hat. Und wenn du dir jetzt die Frage stellst, wie sehen die Zahlen bei dir aus? Gibt es auch bei dir Möglichkeiten, mehr aus deinem Geld zu machen? Reicht das, was du machst? Oder musst du vielleicht viel mehr machen? Und wie kann man das Ganze bei dir aufbauen, sodass du schon heute weißt, dass du die bestmögliche Investmententscheidung getroffen hast für deine Altersvorsorge, für deinen Vermögensaufbau? Wenn dich eine oder mehrere dieser Fragen beschäftigen, dann kannst du dich gerne zu einem kostenlosen Ersttermin bei uns melden. Und zwar findest du in der Beschreibung den Link zu unserer Homepage www.tappeconsulting.de und da kannst du dich ein bisschen über uns informieren und dann handle. Buche dir einen kostenlosen ersten Termin und dann sprechen wir über deine Situation, darüber, wie dein Vertrag derzeit aussieht, dein Angebot, durchleuchten das
und prüfen, ob wir auch für dich mehr aus deinem Kapital rausholen können, damit du dich entspannt zurücklehnen kannst. Also ich freue mich auf dich und bald sehen wir uns persönlich. Bis dann, dein David.